Joho, willkommen zurück bei Cave Story. Wir sind immer noch in Curlys Haus und haben den kleinen Hund, der sich an unserem Kopf festhält. Und ja, ich sag mal, wir gehen einfach weiter in die Sand Zone. Tschüss, Curly. Wir sehen uns später nochmal und danke, dass du uns deine Maschinenpistole geben wolltest, aber die nehmen wir nicht mit. So, ich bin mal gespannt, wie ich jetzt durch die Sand Zone durchkomme, weil ich habe bisher immer die Maschinenpistole genommen, das Maschinengewehr. Und das ist halt schon ziemlich praktisch an dieser Stelle, weil einfach. Hey, das ist ein Adler in dem Felsen. Weil die teilweise echt praktisch ist, weil die Rapid Fire hat und man dadurch einfach schnell vorbeikommt. Also den Raum halt von den Gegnern befreien kann. Und hier sind die Sonnensteine, diese mit den Sonnen als Gesichtern, durch die wir erst durchkommen, wenn wir den Spruch aufheben, was auch immer das bedeuten soll. Wow. Oh, ich erinnere mich an euch, Viecher. Ihr seid, glaube ich, ziemlich scheiße, weil ihr ziemlich viel Schaden macht. Aber wenigstens habt ihr nur so ein komisches Bewegungsmuster, dachte ich zumindest. So, egal. Was? Was hat mich getroffen? Oh, da kommen auch kleine raus. Ich habe mich erst gewundert, was mich getroffen hat, aber verdammt, das teilt sich auf. Mistvieh. Ich weiß schon, warum ich euch nicht mochte. So, egal. Es geht weiter. Jetzt kommen noch ein paar von diesen Viechern. Und ich will den Energietank da oben haben. Kann ich da hochspringen? Nein, natürlich nicht. Egal, ich springe hier rein. Und da. Nein! Oh, da ist ein Sandrock. Habt ihr das gesehen? Da, wo das Skelett ist. Und, au! Nein, nicht nur da. Und es macht verdammt viel Schaden. Jetzt habe ich schon 6 Schaden. Nur weil mich das Sandrock zweimal getroffen hat. Du triffst mich nicht. Du machst mir jetzt keinen Schaden. Ich will den. Wie komme ich da jetzt an den Energietank dran? Das ist knifflig. Kann ich da hoch? Wisst ihr was, Leute? Ich gehe nochmal zurück nach Curlys. Ja, nach Curlys. Ich gehe nochmal zurück zu Curlys Haus und heile mich mal eben. Das war doof, weil ich jetzt den Polarstern nur noch auf Stufe 1 habe. Egal. Ich heile mich mal eben und dann gehe ich zurück. Dann sind auch die ganzen zerschießbaren Blöcke wieder da. Dann kann ich nämlich auch da hoch und den Energietank kriegen, denn den will ich unbedingt haben. Den brauche ich. Sonst kriege ich später ziemliche Schwierigkeiten, die ich sowieso schon kriegen werde. Allein weil ich jetzt die Maschinenpistole mir nicht geholt habe. Und dann gehen wir wieder weiter. Nochmal, tschüss, Curly. Also, ich bleib jetzt nicht hier. Das war nur ein kurzes Treffen. Weine nicht. Wir werden uns wiedersehen. So. Blöcke zu schießen. Hey, ich werde gerade in MSN angeschrieben. Egal. Ich werde darauf jetzt nicht antworten. Ich werde darauf antworten, wenn das Video hier zu Ende ist. Beziehungsweise, wenn ich die Aufnahme beendet habe. Denn wenn das Video zu Ende ist für euch, dann habe ich schon längst geantwortet. Dann habe ich es nämlich schon gerendert und hochgeladen und. Ah, ich lasse mich treffen. Es macht 10 Schaden. Und die Kleinen machen auch ziemlich viel Schaden. Gib mir Energiekristalle, Erfahrungskristalle, wie auch immer. Wie viele sind denn das? Gerade eben waren das noch nicht so viele. Und gerade eben hat mir das Vieh auch sofort die Erfahrungskristalle gegeben. Ich weiß nicht, habe ich die sofort mit einem Schuss alle zerstört? Na, egal. Ist Geschichte. Das war's mit dir. So. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich schieße erstmal das weg und kletter hier hoch. Das war dumm, egal. So. So müsste es funktionieren. Ja, perfekt. Energietank, du bist mein. Oder Lebenskapsel, wie auch immer. Ist mir egal, wie du hier in diesem Spiel genannt wirst. Um 5. Na gut, besser als nichts. Es wäre jetzt cool gewesen, wenn wir irgendwie so 10 Leben bekommen hätten, aber das ist. 5 ist vollkommen in Ordnung. Und ihr sterbt. Ich werde nicht nochmal auf diese Sand gehen. Mir sind die Erfahrungskristalle jetzt egal. Ich habe keine Lust, mich nochmal mit dem Krokodil anzulegen. Bla. Ja, zerstöre, genau. Danke. Ich will da nicht durch. Ich habe keine Lust, dort zu landen. Nein, 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 nein. So. Stopp. Hey, das ging schnell. Ich glaube, den sollte ich hier öfters benutzen. Wenn ich schon das Maschinengewehr nicht habe, kann ich damit wenigstens schnell feuern. So, stirb, stirb, stirb. Bloß aufpassen, dass ich mich nicht treffen lasse und dann hier auch irgendwie auf Level 1 zurückfalle. Das wäre dann ziemlich kacke. Sogar auf Level 2 wäre es schon blöd, weil ich dann nicht mehr die Schnellfeuerfunktion habe. Oh, so viele Gegner. Sterbt! Sterbt, geht weg! Ich will euch nicht haben! Ja, könnt ihr bitte schneller in mein Feuer reinfliegen? Danke. So. Blöcke zerstören. Ich sagte Blöck. Hallo? Zerstört den Blöck. Den Block, ja, genau. Den Block. So. Ein Herz. Ich habe erst gedacht, das wäre noch ein Lebenscontainer oder eine Herzkapsel. Das wäre cool gewesen, aber leider nicht. Nein, nein, nein. Ihr trefft mich nicht. So, geht weg, geht weg, geht weg. Lala. Los, schneller. So. Bäm. Und
Das Herz brauche ich noch nicht mal. Guckt euch an, ich habe noch volle 31 Leben. Wie mache ich das? Da unten ist kein Sand. Okay, dann kann ich da runterspringen. Also diese Sandcrocs, die sind echt furchtbar. Gegen die finde ich, ich weiß nicht, gegen die habe ich auch einfach kein Mittel. Und na, was blinkt denn da? Ach, das ist ein Speicherpunkt. Okay. Und da oben ist ein Geheimgang. Den können wir sehen. Da ist eine Tatze auf einem der Blöcke. Und ich weiß nicht genau, ob wir den jetzt sehen, weil wir den Hund bei uns haben. Aber ich glaube, irgendein Charakter erwähnt noch, dass es was damit zu tun hat. Wenn nicht, ist auch egal. So, muss nur gucken, wie ich da hochkomme. Ich will nämlich speichern. So, ja, wunderbar. Hey, speichern? Ja, bitte. Spiel gespeichert. Und, ja gut, da unten sind Stacheln. Die überspringen jetzt damit auch schön. Und noch mehr von den großen Viechern. Aber diesmal kann ich es so machen, dass ich nicht von dem Sandkrokodil getroffen werde, wenn ich versuche, die Erfahrungskristalle aufzusammeln. Wenn das Vieh denn mal nach oben kommt. Stopp! Nein, er trifft mich nicht gut. Oh, da sind noch mehr. Ich muss aufpassen, dass ich mir den Bogen nicht von unter den Füßen wegschieße. Das wäre etwas suboptimal. Aber na, es kann nicht wahr sein. Ah, du blödes Mistvieh. Stirb. Ja, genau. Verpiss dich, wenn ich anfange zu schießen, ist klar. Egal. Jetzt habe ich den Bubbler auch nur noch auf Level 2. Wie mache ich das jetzt am besten? Okay, Feuer. Dann kann ich die Blöcke nicht zerstören. Dann einmal so und Feuer! So. Na toll, jetzt habe ich dich auf eine Waffe gewechselt, die mir auch was bringt. Egal. Feuer wieder und reingehauen. Alles schön zerstört. Bubbler ausgerüstet, um das noch zu zerstören und einsammeln. Ja, und jetzt hat es zu Level 3 gereicht. Wunderbar. Dann können wir damit wieder die Viecher effektiv töten. So. Ohne uns in die Nähe zu begeben mit dem Feuerding. Wow. Ich muss echt aufpassen, dass ich mit dem Boden nicht wegschieße. Gefährliche Sache. So. Oh, da ist doch der Feuerball effektiv. Ja, genau. Du kannst uns nicht treffen, aber wir können dich treffen. Das ist toll. Sowas mag ich doch. So. Polarstern ausgerüstet und es reicht natürlich nicht für Level 3. Schade, aber egal. Das brauchen wir doch nicht. Wir sind sowieso fast fertig. Da kann ich meine Lebensenergie aufrüsten, aber das brauche ich nicht. Also aufrüsten, aufladen meine ich. Und will ich das überhaupt? Ich glaube, da sind Sandkrokodile drin. Also zumindest in dem hier ist eins drin. Das sieht man an dem Skelett. Und euch Viecher sehe ich doch auch. Auf euch falle ich nicht hinein. So. Geh kaputt. Yay, Level Up! Wunderschön. So, dich mache ich auch fertig. Komme ich nach unten? Nein, ich komme nicht nach unten. Jetzt komme ich nach unten. So, und das sieht aus wie ein Bossraum. Ja, es ist ein Bossraum. Ich weiß auch nicht mehr, was für Bosse hier kommen. Ah, ich sehe, also Balrog hat seine Pflicht nicht erfüllt. Er hat es nicht geschafft. Das klingt wie Misery. Ja, es ist Misery. Du siehst aus wie ein Kämpfer. Aber, but at this juncture, ich habe keine Ahnung, was Juncture heißt. Ah, vielleicht Stelle. Also zumindest würde das in diesem Kontext Sinn machen. Also aber an dieser Stelle bewährst du dich doch schon als ziemliches Nervenbündel. Oder du nervst einfach so. Sollen wir das jetzt hier klären? Ah, nein. Es gibt keinen Grund für mich hier irgendwie mich zu beschäftigen damit, mit dir. Weil, es gibt einen Sandkäfer. Sandkäfer, Moment, warum benutze ich nicht Raketen? Oh Gott. Aber wenigstens geben mir die Zahnräder hier jede Menge Lebensenergie wieder, was auch schön ist. Und ich kann dich nicht treffen, wenn dein Maul zu ist. Na toll. Ich darf dich bloß nicht von denen treffen lassen. Das wäre etwas blöd. Wie kurz kann ich den denn nur treffen? Das ist aber irgendwie blöd. Mach's mal auf. Nicht treffen lassen. Ja gut, 72 Schaden, das ist in Ordnung. Für einmal rausgucken. Nein. Ah, der hat die Angewohnheit direkt unter mir. Wow. Du springst. Das ist aber nicht nett. Überhaupt nicht. Das hast du vorher nicht gemacht. Lass das. Und es werden immer mehr Zahnräder. Ich kann ihn bald nicht mehr ausweichen. Na komm, stirb, ich hab dich fast. Ich will nicht sterben, ich hab noch keinmal Schaden genommen, ich darf mich nicht treffen lassen. Nein, ich werde mich nicht treffen lassen von dir, nein.
Das wäre doch mal toll, jetzt so ein Bosskampf, ohne sich treffen zu lassen. Nein, ich habe mich treffen lassen. Na toll. Jetzt muss ich den Bosskampf nochmal von vorne machen. Ich habe mich schon wieder treffen lassen. Ey, was soll das denn? Nein, Leute. So geht das nicht. Tut mir leid, ich bin kein Profi.